Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar level ich meinen hier Magar-Ork heute wieder ein bisschen weiter. Mittlerweile sind wir auf Stufe 69 angelangt und ja, wir wollen wieder ein paar Dungeons machen im ja, Burning Crusade-Bereich. Eher lieber als Wrath of the Lich King, weil da hatten wir das letzte Mal so ein bisschen unschöne Erfahrungen gemacht. Und bevor wir jetzt aber losstarten mit Inis, muss ich hier noch diesen Meister einmal umboxen, den Cheng. Und zwar habe ich sogar zwei Quests, den umzuboxen. Einmal für, ja, die, glaube ich, Level 60er-Variante ist das hier. Und dann noch einmal für die Daily. Ne? Man hat ja hier quasi eine Daily, dass man den Buff einmal holen kann. Und alle 10 Level kriegt man nochmal eine Quest, dass man den Buff holen kann. Ich habe immer noch quasi drei Stapel, also 3 Stunden 50% mehr EP. Und jetzt hole ich mir quasi nochmal 2 Stapel, wenn ich den umbox. Sprich, der EP-Buff wird mir so schnell nicht ausgehen. Ach so, warte mal, ich muss mich verbeugen. Einmal. Und dann drauf auf den Typen. Ach so, da muss ich auf jeden Fall raus, weil das haut dann doch schon ganz schön rein. Ich habe das letzte Mal probiert, da mal drin stehen zu bleiben. Keine gute Idee, kann ich euch jetzt schon sagen. Achso, der ist hinter mich gelaufen. Was ein Trickser. Mal schauen, ob ich jetzt beides fertig gekriegt. Raus da, wieder zurück in die Tentakeln. Aber die Quest bringt auch gar nicht schlecht EP, ne? Das kommt noch dazu. 30k oder so ist halt auch schick. Ja, mittlerweile ist es ein bisschen anspruchsvoller, den zu killen. So. Nee, es hat nur bei einem gezählt? Ernsthaft? Ernsthaft? Warum hat das jetzt nicht bei beiden? Ich muss für beiden Meister Cheng besiegen, ne? Na, danke. Aber dann, nee, ich muss hier. Meisterin Cheng. Ernsthaft? Oh nein, ich muss bei einem Meisterin Cheng. Ah, ja gut, dann gehe ich jetzt. Dann komm. Komm ran hier. So ein Mist. Das eine ist eine Frau und das andere ist ein Typ. Warte mal. Sind die. Ist das irgendwie. Habe ich jetzt hier gerade das Liebespaar aufgedeckt? Meister Cheng, Meisterin Cheng. Aha, die heißen aber jetzt nicht alle so, oder? Sind jetzt nicht hier die komplette Family. Nee, okay, das ist eine andere Meisterin. Schau mal an, okay. Blutelfin und ein Paladin, ein Paladin sage ich, und ein Monk. Verbeugen, schau mal, was die kann. Muss ich jetzt leider auch noch killen. Schade, ich dachte, kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Schau mal, ob die auch dieses... Ah, nein, das war die dumme Tosse. Warte mal, da musstest du gleich einen Stun draufhauen. Weil der hat übelst rausgehittet. Dieser Kranich-Ding. Wenn du jetzt nochmal das Kranich-Ding machst, dann war's das mit mir. Scheiße. Ich hätte es nicht sagen sollen, ne? Schau mal, wie lange macht die diesen Kranich-Shit? Ich kann halt nichts machen dagegen. Shit, die hatte fast kein Life mehr, ne? Oh, fuck. Das war close. Ist gesehen? Ich kann da nichts machen, ich kann es halt einmal stunnen, das hat aber halt 50 Sekunden Abklingzeit. Meine Fresse, okay, das war die Kackmeisterin. Ich hoffe, die muss ich nicht nochmal machen. Die haben sie irgendwie nicht gebalanced, ne? Weil früher hat die nicht so krass Schaden gemacht mit diesem komischen Wirbelshit. So, jetzt queuen wir hier mal. So, was nehmen wir denn? Ja, nehmen wir den mal. Und Level up. Jetzt habe ich schon die nächste Quest quasi wieder. Weil jetzt muss ich Meister irgendwas umbringen, kriege ich wieder 33k. Jetzt habe ich 5 Stunden, da kann ich mir jetzt schon das nächste holen, weil ich jetzt Level 70 geworden bin. Was mein Level-Projekt ist, ja hier den Monk zu leveln. Ah, schau mal, den waren wir auch noch nicht. Da waren wir auch noch nicht drin. Was machst du mit dem Arcan-Mage alleine mit Arcan-Explosion so ein Damage? Ne, Flammenstoß hat den Schaden gemacht. Aha. Dann pullen wir den mal noch ran. Warum habt... Oh nein, ihr habt auf der anderen Seite... Leute, passt doch bitte auf. Ich habe extra nur die eine Seite gepullt. Das haben wir wieder alles. Du musst hier immer nur eine Seite machen. Du musst nicht beide Seiten machen. Bitte da aufpassen. Vor allem, die heilen sich auch noch.
Die bringen halt fast keine EP, ne? Also eigentlich kannst du halt knicken. Paralyse kannst. Ach so, stimmt. Das hätte ich auch nutzen können. Ja, jetzt wo du sagst. Jetzt wo du sagst. Ja gut. Damit wäre es dann wahrscheinlich easy, weil die macht nur mit diesem Wirbel so einen krassen Damage. Ja gut. Habt ihr. Ach Leute. Warum pullt ihr denn alles? Wir wollen doch schnell durch die Innis durch, ne? Immer noch das Gleiche. Ich laufe schon so die Wege, dass wir am zügigsten durchkommen. Das hat schon einen Sinn, warum ich, wenn ich an der Wand laufe, dann schaut ihr, dass ihr auch am besten an der Wand lauft. Nee, stimmt, aber Paralyse hätte ich da echt noch benutzen können, ne? Dann kannst du ihn ja auch rausnehmen. Das letzte Mal habe ich da auch schon ein bisschen gestruggelt mit meinem letzten Monk-Char. Weil die doch nicht so easy machbar sind. Die können wir eigentlich mitziehen, die zwei. Da kommen ja so Non-Elite raus, aber die tank ich jetzt nicht mit. Ziehen wir sie hier zu den anderen. Dann vorne haben wir eh nochmal eine Quest. So, und ob ihr jetzt was drauf habt, sehen wir dann gleich beim nächsten Mob. Auf welchem Server ich bin? Auf Eredar mit dem Char hier, mit dem Magar-Ork. Da habe ich die meisten Horden-Chars. Außer meinen Horden-Main, den habe ich nicht auf Eredar, den habe ich auf Blackmoor, mit dem ich raide. Den habe ich auf Blackmoor. Ich spiele den halt hier als Magar-Ork halt hoch, um ja, das Dings zu kriegen. Wisst ihr hier, das verbündete Volk. Warte, haben wir mal einen Stun drauf. Der nächste Boss ist ein bisschen tricky. Und zwar musst du da ein bisschen wegstehen von dem, als Caster vor allem. Weil umso näher du dran stehst, umso weniger Cast-Geschwindigkeit hast du. Also wenn du da extrem nah dran bist, dann ja, kannst du quasi fast nicht mehr casten. Also brauchst halt 5 Jahre für einen Cast. Instants sind da echt von Vorteil. Ich dachte, du bist immer reduced von der Cast-Geschwindigkeit und das hat eine Range von, ich weiß nicht, 500 Meter oder sowas. Nee, umso näher du dran stehst, umso langsamer bist du. Du musst quasi gucken, dass du da ein bisschen wegkommst von dem Typen. Wirst du gleich sehen, es gibt da nämlich Stacks. Das checkt aber auch wieder keiner. Dann gibt es auch wieder Leute, die stellen sich in den Boss rein. Vor allem, er macht ja auch noch so ein Shit-AE, wenn du da dran stehst, kriegst du auch noch Damage. Wirst du gleich sehen. Das checken die meisten Leute nicht, was sie bei dem Boss machen müssen. Das ist so ein Boss, wo du gern auch mal vibest, weil du Vollidioten hast. Siehst du, ich habe jetzt 3 Stacks, weil ich natürlich dran stehe. 4 Stacks. Und umso weiter ihr wegsteht, umso weniger Stacks habt ihr. Schaut, 200% Cast Time. Ihr müsst so weit wegstehen, wie es geht. Warte, wenn ich jetzt dich anklicke, schau, du hast nur 2, weil du ein bisschen weiter wegstehst als ich. Umso weiter her. Schau, jetzt hast du nur 1 Stack. Siehst du das? Weil es halt schon ein Unterschied, ob du 50% langsamer castest oder 200% langsamer, ne? Ist aber nur Zauberzeit. Midis sind da egal, zum Glück. Wenn du dann natürlich einen Heiler hast, der das nicht checkt, am besten nur so ein Parler-Heal. Dann kommt halt einfach keine Heilung mehr an, weil der dann halt 5 Sekunden, 6 Sekunden für den Cast braucht, ne? Ich brauche 2 und habe nur 1 Stack. Ja gut. Wenn das ein 2-Sekunden-Cast ist, der braucht dann 6 Sekunden, ne? Mit 200% mehr. Ich glaube 4. Den musst du eigentlich hier noch aus dem Shit raus, aber ich will den Boss jetzt nicht groß. Genau hier diese Feuerdinger, die auf den Boden kommen. Und da hast du halt noch einen Dot, der haut halt ordentlich, rennt er so heimlich weiter. Der Dot tickt mich sonst tot. Na, seht ihr, jetzt wurde dir ja auch mal wieder aufgeklärt, wie das hier funktioniert. Deswegen vibest du hier halt immer noch ganz gerne mit Leuten, die halt nicht wissen, was sie tun. Vor allem, wenn du viele, viele Caster und Heiler hast, die halt lang casten müssen. Der Druid ist da halt noch der es am besten hat, unterm Strich.
Ja, ich habe ja noch nicht allzu viel. Was ich. Ein Highglass wäre noch cool. Du hast halt viele Instants halt auch, ne? Aber ein Paladin, der mit seinem einfach nur durchcastet, der braucht halt dann ewig, dann kommt halt nichts mehr rum. Oh, der nächste Raum wird schön mit Arcana-Explosion. Das glaube ich. Das ist so ein Kack, ich kann... Shit, das haut ganz schön raus. Sonst ist die Inis eigentlich relativ dankbar, die ist ja eigentlich schon nicht so lang, ne? Unterm Strich nur zwei Bosse. Der Trash kann halt ein bisschen nervig sein, weil der halt immer wieder neue Mobs hier am Beschwören ist. Aber sonst geht die halt eigentlich echt schnell. Nur der erste Boss hier, der ist halt, ne, wenn du da halt jedes Mal rumvibst, ist halt ärgerlich. Vor allem, weil du halt relativ lange auch hoch am Hochlaufen immer bist. Ja, da kommt der Damage, definitiv. Naja, da kannst du reinnatzen. Weißt du, du tankest da rein, Rotz. Ich hatte vorher schon Most Damage bei kleineren Gruppen, bei der anderen Dungeons. Ja, du kannst also du die ganze Zeit reinhauen, das ist halt das Praktische. Vor allem, du kannst halt einfach 4, 5 Ad-Gruppen mitnehmen und es juckt gar nicht richtig. Mhm. Deswegen hat es mich ja gewundert, warum du meintest, dass im Low-Level der Druid schlecht sein soll, ne? Ich glaube, die Leute waren einfach nur kacke. Ja, das glaube ich auch. Ich habe gar keine Probleme damit. Ja, du musst ein bisschen kiten, dann geht da 3-4 Gruppen easy. Mhm. Musst dir halt immer E-Tanken als Druid, tankst du dich am leichtesten. Das mit Abstand, weil du halt die ganze Zeit der E spammen kannst. Du spielst auch auf Blackmoor. Naja, aber das mit dem Gold ist ja auf allen Servern gleich, wobei Blackmoor ja noch ein ziemlich voller Server ist und prinzipiell es ja so ist, umso voller der Server ist, umso mehr Quellen hast du ja noch an Gold zu kommen, weil sich halt auch Nischenprodukte verkaufen, ne? Das ist jetzt auf dem leeren Server eher nicht der Fall. Bei vollen Servern hast du viel Konkurrenz und die Preise fallen dann schnell, ne? Klar, es ist alles günstiger auf vollen Servern, aber du kannst schneller allgemein Gold machen. Ich kann dir sagen, auf so einem Low-Pop-Server wie Lothar, wenn du da irgendwelches Zeug in Sahara reinhaust, das verkauft sich dann halt einfach gar nicht. Auf einem vollen Server kriegst du eigentlich fast alles los, halt aber zum niedrigeren Preis. Ne? Wenn du auf einem leeren Server was verkaufst, dann verkaufst du es halt zum höheren Preis, aber ist halt oftmals das Risiko, dass du den ganzen Mist wieder zurückkriegst. Hat halt alles seine Vor- und Nachteile. So, jetzt müssen wir da hinten bloß die... Ja, ich glaube, raus- und reinporten ist trotzdem schneller und einmal hochlaufen. Nee, DK kann nicht immer. Der AE hat auch Abklingzeit. Du kannst fast immer AE, das ist richtig, aber nicht wirklich auf Global. Na gut, hier bringen die auch nur... nur ein bisschen über 20k, ne? Komisch, dass in der anderen Ini die 40k gebracht haben. Und da gab es ja auch drei Quests. Das ist irgendwie ganz komisch. Also langsam glaube ich auch nicht mehr an den Schema bei dem Ganzen. Ich glaube, Blizzard hat einfach verkackt, die EP-Höhe richtig einzustellen. Manche Instanzen geben wesentlich mehr als andere, ne? Irgendwie ist das komisch. Weil vorher waren wir in einem von diesen Zangamarschen von diesen Inis, ne? Und da hat jede Quest 42.000 gebracht. Und das waren drei Quests. Ne? Und hier ist ja auch drei Quests. Und die bringen nur 22.000. Komisch.
Ach shit, ich habe heute auch wieder Black Market nicht geguckt, ne? Fällt mir gerade ein. Wie einfach nicht, wie schnell das hat. Sag ich doch. Gut, dann. Geht's. Schauen wir mal. Ach, jetzt habe ich HT nicht gezogen, ne? Ach, verdammt. Ich habe mir extra Drums gekauft. Ja, Sabotage. müssen wir dann gleich nochmal gucken. Seid ihr jetzt noch am ranlaufen oder was? DK kurze Beine, hä? Musst du unten auch noch die Quests abgeben? Aber ja. Dann mache ich da mal die eine Meisterin, wenn ihr da eh noch am Moven seid. Erste Einzige. Naja, er ist halt so rumgelaufen, hab doch gesagt, dass das länger dauern wird, wenn du so rumrennst. Ach nein, das ist das Event. Ja, nee, danke. Da musst du jeden von diesen Schülern einzeln runterhauen, das dauert halt ewig. Das können wir mal später irgendwann. Ich habe ja noch 5 Stunden den Buff drauf. Das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Oh nein! Was ist das? Ja. Die dauert auch. Shit, an das habe ich jetzt gar nicht mehr Dann. gedacht. Dass wir ja auch hier ne Dings Any haben. Schöne Scheiße. Sollen wir doch Dings queuen? Sollen wir doch, Ja gut, die dauert nicht so lang wie Ausmerzen von Stratholm, ne? Aber halt auch schon ein bisschen. Ausmerzen ist aber jetzt dabei, glaube ich, ab 68. Ja, Ach da, ja. Du hast die jetzt alle. 66er bei uns. Also nicht kommen, doch noch. Dann können wir da nachher Dings. Weil es kann halt dann auch Morast noch kommen, ne? Morast ist halt genauso ein Dreck. Glaube, hinreiten war sogar schneller. Meinst Probier's du? mal. Reite mal, ja. Ja, der 3 ist schon relativ schnell, also ich. Ja, da fliegt Umwege. Ja, der fliegt halt so ein riesen Kurve, ne? Kennst du das Dungeon gar nicht? Nope. Wir Ah, doch, müssen ich hier. habe den einmal gemacht und dann war auf einmal der Läufer weg. Den wurden wir aus dem Gefängnis befreit. Dann Ja. konnte ich das komplette Teil da Genau. wegschmeißen. Du weißt, dass das Thrall ist, ne? Den wir da befreien. Ich Aber der glaube war auf nicht. einmal weg. Doch, der Ork halt. Der Ork halt. Das ist der Ork. Einer von den vielen. Ja, der eine da mit der Schweinnase halt. Ja gut, du weißt gar nicht, dass Thrall eigentlich der richtige Kriegshäuptling ist, ne? Doch, theoretisch weiß ich das. So, theoretisch. Cool, ich bin Ja, gleich schon da. das wäre schon mal was, also muss was Bekannteres sein. Ja, ich weiß nicht, ob du schneller bist. Wir sind auch gleich da. Der Also. Dolch fliegt da echt um wegen des Todes. Ja, der fliegt halt einen riesen Bogen, ne? Der zeigt hier einmal das ganze Gebiet. Also richtig. Ja, die Ini ist halt dreckig an sich schon, ne? Ja, du bist halt echt schneller. So, es lohnt sich halt echt nicht mit dem Drachen, okay. Dafür mussten wir nicht laufen. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile, ne? Können hier eigentlich direkt runterspringen. Baracken anzünden. Genau. Kommt mal zu mir rüber. Das könnte jetzt lustig werden. Mastan ist drin. Oh, ich bin desorientiert, die gehen auf euch. Ihr solltet weglaufen. Oh, ich bin gefiert. Oh mein Gott. Ja auch. Okay. Es ist zwar alles raus an CDs, aber der Klump ist tot. Es war jetzt die Putt plus, also 2 Putts waren das, plus hier die Bobs vorm Haus und im Haus. Es ist da zumindest schon mal alles weg. Ich mach das Ding schon auf.
Blöde Desorientieren immer. Dann am besten einer ins Haus rein, das Ding nur aufmachen. Vorsicht, das ist der Heiler, der da reingegangen ist. Fehlt dir. Okay, ich hätte meine Aussage präzisieren sollen. Einer nicht der Heiler, weil ich weiterlaufe und natürlich weiter. Ich habe mich mal selber hoch hier. Hab dich doch schon. Okay. Ja, es ist halt immer diese Story-Events, ne? Das hält halt alles ein bisschen auf. Wie in den ganzen Timewalker-Innis. Nicht Timewalker hier, in den ganzen Höhlen der Zeit-Innis. Morast ist halt genauso nervig, ne? Das ist ein. Ich glaube, nichts kommt halt an Stratholm ran. Das ist halt das Allerlängste. Da kannst du alleine in den Sprechsequenzen viermal Verlies machen. Ja, du hast ja 7 Minuten, glaube ich, bis du den ersten Mob angreifen kannst. Ne? Das ist halt. Was ist denn das Fass hier? Ah, da. Warte mal, bist du in dem Haus drin? Warum rennst du denn als Heiler immer rein? Du hast ja eh Hotz drauf, das reicht. So. Wie wir einfach die Hütten von den Orks abbrennen, das ist fies. Naja, die sind ja hier gefangen, wir wollen die ja rausboxen hier. Wir brennen die ja nur ab, dass der Typ kommt. Wir hätten doch nicht die Orks hinrichten können, dann wäre er schneller gekommen. Wir wollen die ja befreien, ne? Also die sind ja. Wäre ja kontraproduktiv, wenn wir unsere Leute hier hinrichten. Robin, hey, grüß dich. Ja, irgendwo ja schon. Kämpfen irgendwann eh wieder gegen uns. Hä? Wir sind doch Hordle. Was stimmt? Oh Gott, wir sind auf der Seite. Aber gerade verwandelt als Alice. Ja. Bin ich denn jetzt eigentlich einer? Achso. Aber ich bin auch ein brauner Mensch, ne? Seht ihr das? Hier. Das passt bei Makarok. Du bist ja gar kein Ork mehr. Nee. Du wirst ja dann verwandelt. Das ist ja in diesen Höhlen der Zeit Indies immer so. Dass du dann angepasst wirst. Ich bin gerade der Weihnachtsgnom, der passt sich eher an. Von dem ist mir gar nicht aufgefallen. Weihnachtsgnom. Bin schon drin, ihr könnt mit reinlaufen. Und gleich unten nicht mit dem Typen quatschen. Erst alle die Quest abgeben lassen und dann anquatschen. Ganz wichtig. Lauf doch nicht Mate, jetzt schon runter! Ich hasse dich. Hier muss ich quatschen. Nein! Hier nur die Quest abgeben. Nur die Quest abgeben und nicht ihn anquatschen. Erst wenn alle die Quest haben. Okay, alle haben ready gedrückt, dann können wir jetzt. Und jetzt die Quest ab. Jetzt. Der schaut ja noch voll uncool aus, ohne Rüstung und so. Ja, der holt ja sein Zeug noch. Du schaust voll behindert. Gott. Nee, ich bin jetzt 71, ne? Also bis über 90 dauert's noch ein Weilchen. Wir sind jetzt quasi noch im Wrath of the Lich King, beziehungsweise BC. Bracket, ne? Also zwischen 60 und 80.
Danach kommt 80 bis 90 ist dann MOP und Cutter Bracket und erst ja, dann 90 bis 100 ist dann das letzte, also ist halt das nächste, das WOD. Und erst da könnten wir dann zusammen was machen. Also das dauert es noch ein bisschen. Wartet, hier kommen noch die vier Mobs, oder? Genau hier. Und ich pull die einmal hoch. Ja, nicht Hier runter, ist es nicht jetzt. runter. Oh mein Gott. Ich sag doch, ich pull die hoch und da springt der Mage natürlich rein. Muss sagen, Fire Mage. Ich will nichts damit zu tun haben. Oh shit. Müssen jetzt mal die Viecher down kriegen hier. So wird das nix. Ich muss weglaufen. Ich laufe da mal ins Nirvana. Versucht ihr die mal zu töten. Einfach Heilung spammen. Gut, perfekt. Hab mich wieder hochgezogen. Das war eine knappe Geschichte. Ich renn's schon. Sehr. Du, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Mage von Mephit heißt. Welcher von den beiden Mages? Vielleicht hat er sich den Namen geklaut. Ist wahrscheinlich. Damit den langen Strubbel haben. Und Hannes, hey, grüß dich. Nö, wenn du dich richtig aufführst, alles gut. Ach so, der. Du, keine Ahnung, warum der so heißt. Vielleicht ist es ja der. Man weiß es nicht. Okay. Hier müssen wir jetzt gleich gucken, dass wir die Healer interrupten. Sonst zieht sich das ganz schön. Den Ork nicht verlieren. Thrall meinst du, den Ork? Kannst ihn ja ins Fokus packen. Dann kommt er nicht weg. Und wir können auch noch einen Mark drauf machen. Komm hier, Stern. Dann verlieren wir definitiv nicht. Jetzt siehst du Stern halt. nach. Ja, da kannst du nachlaufen. Ich habe hier, glaube ich, den Ding ausgemacht. Komm, machen wir den Dialog wieder an. Oder? Ihr und eure Verbündeten werdet Schwarzmoor Rede und Antwort stehen müssen, nachdem ich meinen Oh, Spaß nachdem ich meinen Spaß hatte. Ach komm, Und jetzt gerade thunder sagt mich uns wieder. noch, wir dürfen nicht entkommen und bald lässt uns ein Konvoi stehen. Ja, gut. Ich glaube mal, das hat er nicht geplant, dass er stirbt, ne? Wir sagen alle immer, wir dürfen nicht entkommen, dann kommen wir halt trotzdem. Interrupten. Cooldown. Oh, das war knapp. Weißt du, das Neuansteiger und ohne den Level hier ist es schwierig zu leveln. Naja, du musst halt einmal den harten Weg gehen. Und dann, sobald du einmal hochgelevelt hast, kannst du es dir ja kaufen, ne? Nee, Beziehungsweise, wahrscheinlich. mittlerweile hast du ja sogar einen Dings-Char, einen Level-Booster am Anfang. Eigentlich musst du jetzt sogar nicht mehr den harten Weg gehen, sondern du hast ja direkt einen 110er-Char, mit dem kannst du ja das Level-Gear kaufen für den nächsten Char. Früher war das mal der harte Weg, aber stimmt, das ist ja jetzt nicht mehr der so die Sache. So, auf geht's nach Tarans Mühle. Der mit seinem Gaul ist halt auch nicht wirklich viel schneller, ne? Hol mal die Qualle raus, ob die vielleicht heute funktioniert. Ach so, ja, das könnten wir machen, aber damit gewinnen wir ja auch nichts, weißt Nee, eher ob das funktioniert. du? Ne, ich komme hier auch nicht rein in dich. Okay. Immer noch nicht. Also ich weiß nicht, ob das gewollt ist von Blizzard, weißt du, oder ob das einfach nur Buggy ist. Das Buggy ist. Man macht ja keinen Sinn, dann wäre es ja kein Partner-Mount, wenn du keinen Partner allein machen kannst. Nee, was du nur mit den Leuten, wo du es wirklich erspielt hast, machen kannst mit dem Char. Aber wer macht das wirklich mit den Leuten, also mit wirklich fünf Kollegen, wenn
mit denen die ganze Zeit zockt. Ja, das, keine Ahnung, ist halt, das wäre dann ziemlich dumm. John, hey, grüß dich. Also wenn es wirklich so wäre, ich kann es mir nicht vorstellen, ich glaube, das ist einfach buggt. Na super, er hat hier Speer aufgegabelt, das Roll. Das ist halt jetzt hier eine slowe Inni, ne? Da haben wir jetzt nicht viel EP gemacht. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde dran. Ich habe gerade mal zwei Level gemacht. Das waren halt am Anfang die drei Bollwerk-Runs. Die haben halt übelst was rausgerissen. Zu Weihnachten gewünscht. Ich weiß nicht, ich bin aus dem Alter raus, dass ich mir nichts mehr zu Weihnachten wünsche. Und Level 110 am Monk hat er sich gewünscht. Wahrscheinlich, ja, definitiv. Aber das wird bis morgen nichts werden. Aber zumindest, ja, auf 80 kriegen ihn vielleicht noch. Was, wer kennt den Unterschied? Meinst du jetzt mich oder wen meinst du? So, jetzt müssen wir hier die komische Mühle ausräumen. Ja, komm, Stroll, auf geht's. Keine Müdigkeit vorschützen. Wahrscheinlich habt ihr ihn hier verloren, ne? Weil du musst ihn nochmal anquatschen. Ja, der war dann auch nicht mehr da. Ja, ich sehe das jetzt nicht so als Problem an. Ich bin eh nie so der. Also ich bin jetzt nicht der krasse Weihnachtsmensch, muss ich sagen. Ich habe jetzt keinen Hass drauf, ne? Aber ich bin jetzt nicht so der da krass abdriftet, ne? Ja, bei uns ist jetzt auch wieder Plus gerade, ne? Also. Mit Schnee wird's nix dies. Nö, das mit Sicherheit nicht. Aber gut. Das hat mich als Kind gestört. Mittlerweile juckt mich das eigentlich nicht mehr. Also. Achso, du bist draußen stehen geblieben? Ja, gut. Ach, du. Ich denke mal, es gibt auch viele Erwachsene, die da krass nur in Weihnachtsstimmung kommen. Das schon, aber als Kind war es halt noch ein bisschen was Tolleres, ne? Klar, wenn du dann Geschenke hast und so. Mich interessiert Silvester wahrscheinlich mehr. Das ist richtig, ja, mittlerweile. Ja, um Weihnachten rum hast du halt viel Family-Zeug, ne? Das ist klar. Das ist mir nochmal. Immer diese ganzen Dings-Events hier, das ist halt nervig. Aber jetzt sind wir zum Glück gleich durch. Und wieso wollte er jetzt die Kirche anschauen? Der sucht hier seine Tusse. Ach so. Aber die hockt da oben im Haus. Mit einem anderen Typ. Nee, so schlimm ist nicht. Aber die hat einen Weihnachtsbaum, ne? Hier. Der hat auch einen brennenden Kamin. Ach so, du weißt schon, was du kriegst. Und dann kriegst du doch nur Kohlen am Ende. Dann schaust du im Ofenrohr ins Gebirge. Dann brennt ihm heute Nacht der Weihnachtsbaum ab und alles mit. Ah, nee. Dann Kohlen. Erwischt, Nee, so ja. nicht aus. Haben wir es erwischt. Troll, du bist entkommen. Jetzt geht's los hier. Wie schauen die Kinder bitte aus von den beiden? Nein, die sind ja kein Liebespaar, das ist bloß so eine. So wie Tela dann. Braun. Stimmt. Genau so, im Lack- und Ein Leder-Outfit, haariger da geht Mensch. was. Sie
Der hat einen eingebauten Hall hier, ne, der Drache. Da geht was. Ich will auf dem reiten. Okay. Nur jedem seine sexuelle Vorliebe. Also. Aber sieht der schon cool aus. Cool aus der ist Mount, wäre was. Definitiv. Nö, heute steche ich das jetzt nicht mehr ein. Wenn, dann mache ich das am Anfang. Das können wir die Tage wieder machen. Aber ihr konntet mich ja gestern sehen, von dem her. Ne? Muss das wieder reichen für eine Woche. Muss jetzt erstmal wieder reichen, ja. Den Aushaus dann noch mit drauf. Das nächste Mal dann wieder. Ach, da kommt spawnt dann nochmal Mobs hier. Ja, das hätte ich nicht so weit kommen dürfen. Kann der dreimal helfen? Nö, ich glaube, der hat da keinen Bock drauf. Seine. Ah doch, jetzt komm. Der überlegt noch, wie er das Herz seiner Liebsten da gewinnt. Was noch gleich Tee ausgibt. So, komm runter hier. Gibt's noch schönen hier, ne? Höhlen der Zeitruf. Ich glaube, die Trommeln sehen wir nie. Weißt du, ja, sag das doch mal. Hier, Drums. Damage. Aber ihr hättet die auch. Ach. So teuer sind die nicht. Hättet ihr halt die Drums gekauft. Weil ich bin ein Gimp, ich vergesse was halt. Ich hab ja sonst nie Drums dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob die Tentakeln von den Drums auch profitieren. Oder wie das Loft. Da geht er down. Was Schicksal erfüllt. Und jetzt? Nur der DK hat's zerfetzt. Schade. Ich meine eher nicht, dass Charlie ihn gefressen hat. Ja, die Ini dauert ewig. So, das Schicksal haben wir erfüllt. Na, schau mal hier, die Erinnerungen werden geändert. Weißt du, hier. Da ist er. Jetzt können wir die Quest abgeben. So, dann auf geht's. Weiter. Rollenabfrage. Was haben wir? Ein Gürtel. Naja. Gut, es kommt halt immer darauf an, ob er da irgendwo in der ländlichen Gegend wohnt oder in der Stadt. Ne? Das sind gleich noch zwei Paarlei Schuhe. Ah, schau mal, da waren wir auch noch nicht drin. Ich bringe da, glaube ich, die Quest auch relativ gut EP. 2, 3, 4 sogar. Das kann nee, 22k, schade. Ich dachte, dass die auch viel gebracht haben. Das ist drüben, die ne? Sklavenunterkünfte, echt die beste Ini von der LP her. Her. Hier müsst ihr die Dings looten, ne? Diese roten Pflanzen, die überall rumflacken. Und das wird am Ende ausgehen, also ihr braucht euch nicht drum kloppen. Es geht immer aus. Oh, der will weg hier, der Mob. Ich stun sie mal alle. Oh, shit. Mike, hey, grüß dich. Das ist zu weit weg.
Müssen bloß hier gucken, weil hier relativ viele Pats rumlaufen, dass wir nicht den ganzen Laden pullen, ne? Das könnte sonst ein wenig ärgerlich werden. Ah, das ist Top Secret, das darf ich nicht verraten. Heute hat doch einer schon Pornodarsteller gesagt. Achso, ja, genau. In die Richtung. Wenn man dein Teamspeak-Bild so sieht, könnte das sein. Achso. Das ist auch Top Secret. Ja, das ist am Fasching, weißt du, das war so ein bisschen anders. Da hast du genug die Maske auf. Das ist ein, ich bin voll grinsen und ich check nichts, ja. Das ist dann, wenn ich schaff's einmal zu lachen, ja. Was nicht total künstlich aussieht. Kennt ihr das, wenn ihr auf Bildern nicht lachen könnt? Oder dass das immer so gestellt aussieht? Ja, schon. Ja, das ist ach, ganz schlimm. Ich glaube, da hinten in der Ecke, da war auch noch eins drin, ne? Da könnt ihr theoretisch gleich mal das holen. Das kannst du dir gut vorstellen, okay. Schau, da hinten ist eins, das könnt ihr euch eigentlich gleich schon mal holen. Du kriegst halt auch schon ein paar von den Mobs. What the fuck, warum sind die entkommen? Die Mobs backen hier anscheinend. Okay. Ja, ja, natürlich nur Spaß. Nein, nicht in die Mobs reinlaufen. Weißt du, du kriegst jetzt mal hier, ne? So. Das bin ich nicht angelaufen. Naja, du kriegst jetzt aber trotzdem den Mond. Ich behalte dich im Auge, mein Freund. Diesmal müssen wir gucken mit dem Boss, dass er sich nicht wieder hochhält. Warte, wo bist du denn hin, Freundchen? Komm mal her hier. Okay. Oh, das könnte jetzt schlecht für mich ausgehen. Die hauen doch mehr Schaden rein, als ich dachte. Muss am Finger ziehen, dass ich nicht sterbe. Okay, ich roll mal weg. Will nicht sterben. Hätte doch mein CD ziehen sollen, aber ich dachte mir für ein paar live. Hast du dafür jetzt ein Battle Rats geopfert? Na wunderbar. So wichtig bist du mir. So, der mit den Pilzen, ne? Ja, da muss jetzt mal gucken. Weiß nicht, ich ziehe jetzt mal hier in die eine Ecke und sobald der Pilz kommt, rolle ich mal komplett rüber. Ich weiß nicht, ob wir das dann verhindern können. Er darf bloß nicht unter ihm spawnen, da ist es glaube ich egal. Weil also das letzte Mal kam dann diese Wolke und hat sich komplett wieder hochgeheilt. Hätte er jetzt gesagt, wir könnten HT ziehen, aber das brauchen wir glaube ich hier nicht. Die auch zu killen lohnt sich auch nicht, die haben ein... Nee, hier, das den Cast hier. Magie, könnt ihr das runternehmen? Das Bell ihn mal? Das ist es. Siehst du? Das ist es, was ihn heilt. Aber ich weiß halt auch nicht, warum er das macht, ne? Oder was das genau. Ob ich sie ihm gebannt habe? Es ist Magic, ne? Mage könnte. Ich weiß nicht, ob es Mage klauen kann. Wäre interessant. Zauberraub ging nicht. Okay, ja gut. Muss ihn wahrscheinlich einfach schnell genug umhauen, bevor er den Shit macht. Ja gut. Den einen können wir glaube ich stehen lassen. Ja, und ganz schön rein die Typen. Also ich bin jetzt schon wieder rot gestaggert, ich kann nicht abstecken. Die Krankheit, die haut dort auch gut drauf. Da könnt ihr auch wieder eins mitnehmen, genau. Also ich habe jetzt drei. Wie viel habt ihr denn von dem Zeug? Ich habe gerade mein erstes. Okay, also hier hinten ist nochmal eins, dann nehmt ihr das mal mit. Weil wie gesagt, die können halt auch droppen, die Sachen, ne? Ich habe vorhin bei einem Trashpack irgendwie zwei gleichzeitig gekriegt. Ich habe beim Boss eins bekommen. Ist halt immer Luck, deswegen so. Also hier solltet ihr definitiv die Mobs halt alle looten. Am Ende können wir ja noch ein paar traden.
Handelbar, ne? Ja, soll, ja, müsste eigentlich gehen. Aber eigentlich kriegst du auch genug. Da ist noch ein, jetzt habe ich 4. Ja, wenn du 4 hast, dann solltest du jetzt erstmal den anderen looten lassen. Ich habe kein Ziel. Hinten kommen dann noch ein paar. Ach shit, ich muss mit meinem Dingschar wieder weitermachen, habe ich jetzt ganz vergessen, Moment. Muss mal gucken, also den nächsten Char werde ich wahrscheinlich da leveln, wenn die nächsten verbündeten Völker kommen, wahrscheinlich mit 8.1.5. Oh shit, jetzt haben wir doch ein bisschen viele. Warte, mach mal Mastern. Ich glaube, ich muss dann gleich mal ein bisschen weglaufen. Lauft mal weg da ein bisschen. Jetzt haben alle... Okay, passt. Shit. Kann man nicht mehr. Den einen müssen wir, aber ich taunte den da drüben nicht. Ich würde mich heim ich jetzt mal. Okay, passt. Was für verbindende Völker noch kommen? Einmal der Zanalari-Troll kommt, ne, auf der Hordenseite und Kultiras Menschen kommen quasi. Und beide hätte ich eigentlich Bock, Druid zu leveln, weil die ziemlich geile Druid-Gestalten haben. Also Zanalari-Troll, die haben halt diese ganzen Dino-Gestalten, die sehen halt echt cool aus. Und der Kultiras Mensch hat halt diese Baumviecher quasi als Druid-Gestalt, die sehen halt auch ziemlich nice aus. Hätte ich eigentlich beide ganz gerne. Ja. Also die kommen mit 8.15 müssten die wahrscheinlich kommen. Ja, mal schauen. Es sollen ja dann noch ein paar kommen. Es wird vermutet, dass die Vulpirer noch eine Rasse sind, die kommen, ne? Und ja, und diese Mechagnome, ne? Die kommen ja ins Spiel, also die Mechagnome mit, also diese halb Mecha, halb quasi Fleischgnome, wenn ich jetzt mal die so betiteln soll, die sollen ja reinkommen mit 8.2 und dann nimmt man an, dass mit 8.25 die auch als verbündetes Volk kommen. So ist zumindest die Spekulation im Moment. Das ist confirmed, ja genau, das ist confirmed, aber die danach kommen sollen anscheinend, die noch nicht, ne? Das ist lediglich eine Spekulation. Aber das werden wir jetzt sehen, was da kommt. Bin schon mal gespannt. Ich werde gleich nochmal die Pat hier reinschneiden. Schauen wir mal. Ja, das Dungeon mit den Mechagnomen kommt mit 8.2. Aber ob sie dann verbündetes Volk kommen wird, ne, das weiß man halt nicht. Das vermute ich halt lediglich. Aber es wird halt perfekt passen, ne? Ja, insgesamt kommen eh noch 3 Stück dann. Es gibt ja 3 Rufstationen, die wo noch nicht irgendwie was abhaben. Ja. Gut, was hast du jetzt? Du hast jetzt quasi dann mit den Dings hast du die Menschen. Ja, dann bei den Zwergen hast du jetzt die Dunkeleisezwergen. Bei den Gnomen vielleicht die Mechagnome, ne? Bei den Elfen hast du jetzt die Void-Elfen. Bei den Draenor hast du die Lightforged. Und was haben wir noch als Rasse? Sonst haben wir ja nichts mehr, oder? Nee, das war's halt. Ja, Worgen.
Worgen, ja, aber gut, was soll bei Worgen noch kommen? Kommen Hunde raus. Gute Worgen. Was echt im Überlegen? Nee, Worgen. Also Worgen wüsste ich jetzt halt nicht. Wahrscheinlich auch irgendwie Metallfeature wie bei den Gnomen halt. Iron Worg, ja. Vielleicht, ja, ich bezweifle jetzt eher. Aber mal gucken. Jo, der Übergriff kommt jetzt gleich. Wir müssen jetzt oben mit dem einen Typen quatschen dann. Ich gehe schon hoch. Ich quatsch mit ihm. Also. Man war hier nicht irgendwo nochmal ein Dings an? Nee. So, jetzt muss ich aber mal langsam gucken, dass ich noch auf ein paar Dings komme. Ja, ja, ist schon. Also da kommt die Inva jetzt. Ja klar, habe ich doch gesagt, dass ich heute stream. Heute wäre ja eh Stream gewesen wegen dem Raid allein schon, ne? Happy Weihnachten. Happy Weihnachten, sagt man das so? Weiß ich nicht. Weiß nicht mal, ob es da was Offizielles gibt. Frohe Weihnachten, wenn dann. Ja, aber ach stimmt, Pandaren gibt's ja auch noch. Ja, das könnte natürlich sein, dass Volpira die das Pandaren-Pardon wären. Das könnte tatsächlich. Ja. Ja, ich hatte da gesagt, dass ich heute mal nicht auf Twitch streame und direkt quasi die Daten nach YouTube hochjag, weil das letztes Mal sonst Probleme. Klaust du mir jetzt das Ding? Nein. Dreck. Ah, ich hab dir extra den Rochen nicht abgespottet, ne? Hier. Du hier. Ich hab extra euch vorhin die ganzen Sachen da gelassen. Jetzt hat er mir doch das weggeklaut. Jetzt kriege ich meine Shit nicht mehr zusammen. Weißt du, da bin ich einmal nett und lass den Leuten das Zeug. Und dann sind sie wie die Geier. Wie die Geier. Der Bossraum ist auch noch voll damit. Ja, gehst du weg da? Gehst du? Ist der Heiler auch, ne? Der Tank stirbt, juckt mich nicht. Hauptsache, ich krieg meinen Pflanzenshit für die Quest zusammen. Jetzt werden dann gleich andere Seiten aufgezogen hier. Sucht in Ordnung. Halt, stopp. Genau, nur auf YouTube und nicht auf Twitch heute, um das einfach mal zu testen. Das ist jetzt halt auch der Hintergrund, weil das letzte Mal ein krasser Delay war. Denn droppt der immer eine Blume, weißt du das? Ne, schon jetzt habe ich auch nichts gekriegt. Den Gammelviechern. Okay. Nee, ich habe ja gestern schon ein bisschen getestet gehabt. Ach, kannst du da oben rumlaufen? Ernsthaft? Ja, das hättest du jetzt auch sagen können. Dann hätten wir echt die Mobs skippen können. Ich hab's eigentlich nur getestet. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass da oben einer rumgelaufen ist. Ja, interessant. Jetzt man lernt den Boss noch. Das, hast du den Boss gepult? Nein, hab ich nicht. Oh mein Gott. Du bist schon so ein Skiller, ne? Er hat den Mond verdient. Ach nee, du hast ihn. Aha. Ist dein Mond zurück hier, du Gammler. Zack. Ich bin zu weit weg. Okay, ja, mal schauen. Ja, es sind ja jetzt noch ein paar Dinger, ne, da hinten. Du Dreckiger! Was war das denn jetzt? Na! Ah! Er hat mir die Pflanze geklaut. Kriegst nix mehr. Nix mehr kriegst du. Wir suchen uns jetzt einen neuen Heiler, der muss raus. Du hast doch jetzt schon mehr als 5 oder was? Kann ja gar nicht sein. Kann ja gar nicht sein, dass du jetzt nur keine 5 zusammen hast. Jetzt hast du 5. Also ich habe jetzt immer noch 3, ne? Weil ich vorher euch die anderen gelassen habe. Ich tu die Quest gerade ab, weil ich an die Teile ziehe mir nochmal, oder? Die Dinger verschwinden ja nicht. Das sind ja nicht nur Quest-Items, sondern die kannst du ja auch so holen. Guck mal in den Taschen, vielleicht hast du ja schon 5 oder 6, 7 oder so in den Taschen. Jetzt habe ich die Quest abgegeben. Also, ich habe sogar 6, wie kann das sein? Du bist so ein Gammler, weißt du, klaut hier rein. Kann ich nicht theoretisch jetzt alle auf einmal geben, weil die Quest ist bei mir schon abgegeben. Hey, verschwinden die doch nicht? Also fertig, weiß ich nicht. Eigentlich also gibst du die ab. Die musst du doch unten abgeben, die kannst du doch vorher gar nicht abgeben. Ja,
dachte, vielleicht hält die das automatisch weg dann. Nö, also, wenn, nicht wenn du... Zerstören kann oder sonst. Nee, nee. Das ist ja auch eine Materialie, die konntest du ja bei den Sporregar immer wieder abgeben, um Ruf zu kriegen, ne? So, hier. Meins, jetzt bin ich auch fertig. Und am Pilz hängen geblieben. Geben. Nee, ich bin eh schon fertig. Ich brauch noch eins, aber... Da hinten, hier flackt auf jeden Fall nochmal. Da wo es rausgeht, da flackt nochmal. Warte mal, wir können HT ziehen. Diesmal habe ich es gezogen hier. Full Support. Da hinten, wo du rumflatterst. Der Server geht trotzdem nicht. Der Server verschiedene Dinge. Also Items, die kannst du ja dann immer mit den Leuten traden, ne? Mit denen, der in der Inni war, wenn die beim Bosskill dabei waren, aber alle Sachen halt auch nicht. Die zum Beispiel nicht. Na, deswegen. Hat. Na, lass mir wenigstens noch eins hier. Ach ne, jetzt habe ich vom Boss. Ja, was? Genau. Okay, der Boss hat auf jeden Fall auch noch eins gedacht. Ja, gut, schau, dann sind doch alle durch. Wunderbar. Schauen wir mal. Gürtel. Mal gebrauchen. Wer switcht hier mit dem Mond, hä? Will ich wer trollen, hä? Nice, noch Level up. Auf 74 bin ich gekommen. Gut, jetzt mache ich draußen noch die Dings-Quest, diese Monk-Quest. Und sind wir auch schon eben der Stunde wieder durch. Das Twinket ist ja richtig geil, was man da bekommt. Es war früher auch das allerbeste, was du fürs Level nehmen konntest. Richtig, richtig gut. 131 Mana, wenn Ziel tötet, was Erfahrung in die Erde oder sonst irgendwas gibt. Ja, aber die, gut, die einen bringen ja auch sowas, ne? Die bringen 2%. Achso, aber 10 Sekunden Ablinkzeit, also dann ist es doch crap. Ja. Also das ist halt nicht so verkehrt. Achso, hier muss ich wieder verbeugen. Was haben wir verloren? Ein Revi. Ein DD-Platz. Jo, okay. Ja gut, wenn du um 6 raus musst, ne, da wäre ich jetzt auch ins Bett gegangen. So, ich muss jetzt eh erstmal hier diese Monk-Quest machen, das dauert einen Tick. Einmal die Typen runterklopfen. Warte mal, warum habe ich jetzt keine Balken von denen? Du kannst auch schon mal in Gruppendingen suchen. Was suchen? In organisierte Gruppe. Ach so, ja, falls noch einer mit will, mache ich danach. Auf jetzt mal erstmal diese Quest hier fertig. Oder ich kann's mal, kann's dann gleich mal reinqueuen. Oh, jetzt habe ich alle unten. Hauen die mich denn immer noch, obwohl die eigentlich schon down sind? Ich heil mich mal, sonst wird das nichts mehr hier. Ja, das ist eher einer der beschisseneren Meister. Ach, jetzt habe ich den geheilt. Oh mein Gott. Bin schon so ein Profispieler hier. Während der halt noch runtersäbelt, ist der halt verbündet, ne? Das kannst du halt den heilen. Naja gut, okay, der hat so nicht sonderlich viel Life. Gut. Jetzt kann ich meinen Buff halt nochmal hochstacken. Jetzt gibt es hier auch nochmal einmal einen Stack vom Buff und bin ich wieder bei 5 Stunden. Also der wird eh nicht mehr auslaufen. Und ich habe schon befürchtet, dass ich das Problem haben werde, dass ich mir zu wenig Buffs gestackt habe. Ne? Aber ich hatte jetzt halt nicht gerechnet, dass das dann so schnell geht mit dem Level. Das hat wahrscheinlich jetzt am Anfang gereicht, halt irgendwie 4-5 Stunden zu stacken und dann immer... was schreibt mich denn da jetzt einer an? So, jetzt krieg ich hier nochmal einen Gürtel. Gut, okay. Dann queue ich jetzt nochmal. Achso, wir können ja aus der, aus der Dungeon-Gruppe rausgehen, sonst kann ich eh nicht queuen. Ja, Tier-Leveling. Da könnt ihr dann euch reinqueuen. Für die Folge sind wir dann aber auch schon wieder quasi fast durch. Jetzt gehe ich bloß hier einmal weg. Da haben wir es nämlich. Und ja.
beenden wir die Folge an der Stelle vielleicht mal ein paar Sekunden früher, weil eine ganze Dungeon, eine ganze Ähnlich schaffen wir jetzt eh nicht mehr. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne das nächste Mal wieder reinschalten. Euer Tila, bis dann. Ciao.